Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Partie mit dem Hetzer. Wir haben hier eine Angriffssituation, Vardi. Wir sollen verteidigen. Ja, ich kann jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, dass unser Team schlechter ist oder viel schlechter ist wie das gegnerische Team. Tomaten haben wir auf beiden Seiten. Drüben haben sie einen grünen Spieler, wir haben dafür mehrere gelbe Spieler. Interessant. Die Spiele werden nicht in freier Kamera wiedergegeben, sondern so, wie sie gespielt worden sind. Ich orientiere mich meistens Richtung Base, dass ich was mal größer in dem Bereich hier mitwirken kann, hier ein bisschen über den Kamm wirken kann und zur Not mich auch in diese Position orientieren kann. Ich stehe meistens hier in dem Kammgebiet, wo ich hier vor uns, wie ihr sehen könnt, mich auch noch zurückziehen kann bei den Dünen, um möglichst schnell aus der Schussreichweite zu kommen oder aus der Schussbahn zu kommen. Vardi, muss ich dazu sagen, naja, als Verteidiger spiele ich diese Karte sehr ungerne. Mein Team, ja, alle rüber zur rechten Flanke, nicht so verkehrt. Links ist relativ offen. Deswegen orientiere ich mich jetzt erstmal ein bisschen links. Panzer 1C, der scheiß Hooligan taucht wieder auf. Wir kriegen ihn aber nicht rein. Ich bin ein klein wenig erkältet. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Da läuft die Kamera wieder weg. Das ist sehr interessant. SU-85B taucht da hinten auf. Ist aber weiter außerhalb unseres Wirkungsgrades. Mein Gott. KV-1S. Da haben wir ihn getroffen. Haben wir ihn noch einmal verpasst. Und eine Sekunde zu spät losgefahren. Reparaturkit, Motor reparieren, weg da. Da kam der nächste Einschlag. Rückwärtsgang. Und neu positionieren. Dürften jetzt auch nicht mehr offen stehen. KV-1, KV-1, KV-1S. Da hinten ist wieder der Hooligan, Panzer 1C. KV-1 ist wieder offen. Churchill. Churchill 3 sogar. Eingezoomt. Versucht zwischen den Spurkranz zu schießen. Jetzt kommen gleich zwei Einschläge wieder, oder? Nein? Bisher auf unserer Seite ein Abschuss, auf der Gegnerseite vier Abschüsse. Sieht nicht so rosig aus. Linke Flanke wird auch langsam aufgeräumt. Weiter rüber Richtung Base orientieren. Crusader. KV-1S taucht auf. Noch 6,5 Minuten, 5 zu 2. Es steht nicht wirklich gut für uns. KV-1S kommt nicht rein. Crusader ist auch in Deckung. Da läuft die Kamera wieder weg. Das ist in einem Replay sehr interessant. Noch ein bisschen umpositionieren. Crusader ist weiterhin in Deckung. Acht zu zwei. Crusader taucht auf. Ich habe auf Gold umgeschaltet. Das war eigentlich für den KV-1 gedacht. Das war es aber mit dem Crusader. KV-1S ist weiterhin in Deckung. Kommt auch nicht raus. Verluste drüben. Im gegnerischen Team halten sich in Grenzen. Chinookai, Crusader und Marder 38T. Während bei uns das halbe Team schon abgeraucht ist. KV-1. Getroffen.
Der ging daneben. Das wird mir jetzt aber zu teuer mit der Goldmunition, deswegen wieder auf normale AP-Granaten umgestellt. Dieses Wegdrehen der Kamera ist ziemlich nervig. So, ich mache mal die Karte groß. SU-85B, Panzer 4H, KV-1, M4. Das müsste da hinten der Panzer 3 sein, der aufgetaucht ist. KV-1 kommt hoch. Ging nicht durch. Panzer 3A. Ja, riskant. Wir können es ja mal probieren. Nein. Er fährt zurück. Schuss verschenkt. KV-1. Linke Flanke mittlerweile komplett offen. Artillerie hat sich auch zurückgezogen. SU-85B taucht auf. Hm, der ging daneben. Richtet sich auf die Arti aus, hat uns nicht gesehen. SU-85B erledigt. Panzer 4H. Den hatte ich zuerst angesteuert. 4 zu 10. KV-1S. Und da taucht der Panzer 1C auf. So, aufgedeckt, schon einen Schuss bekommen. Wollte mich in die Stadt zurückziehen, den 1C eventuell noch erwischen. Und das war ein Treffer vom KV-1. 13 zu 4. Churchill ist noch drin. Grille ist noch drin. Grille ist raus. Könnt ihr mal wieder sehen, dass nicht immer jedes Spiel rosig verläuft. Ja. Es ist nur noch der Churchill im Rennen. Der wird jetzt langsam eingekesselt da hinten. Panzer 1C versucht die Basis zu cappen. Alles andere als rosig. 4 Abschüsse auf unserer Seite, davon 2 von mir mit einem Low-Tier-Panzer in dem Gefecht. Ja. Einmal kurz auf den Churchill geschaltet. Ja, der kriegt es von allen Seiten. Basecap ist eigentlich total unnötig, aber da wollte einer die Punkte haben. Mit dem Churchill hat sich jetzt auch gleich, da hat sich's erledigt. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und habt auch gesehen, dass bei uns auch nicht immer alles rosig läuft. Ciao!